Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro The Year of the Dragon, Spyro 3. Ich hab's hingekriegt. Wir hatten ja als letztes Video mein Video mit der Untersuchung. Und wir können jetzt, glaube ich, hier Dingenskirchen machen. Verlorene Flotte noch nicht, die Feuerwerksfabrik, genau. Dann begeben wir uns jetzt in die Feuerwerksfabrik. Da können wir aber auch noch nicht alles holen, weil uns noch ein Charakter fehlt. Den kriegen wir auch erst im Mitternachtsberg, heißt der so? Weiß ich nicht. Wir haben heute übrigens den 10.8. Ein Donnerstag. Ui, ich hätte ihn erledigt, alles klar. Oh, hallo, schön dich wiederzusehen, Spyro. Diese böse Zauberin hat die Raketenpläne des Professors gestohlen und ich bin auf einer geheimen Mission, sie zu finden. Ich sollte Hänsel hier treffen, aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Vielleicht könntest du helfen. Hänsel und Gretel gab es auch schon im zweiten Teil. Da waren die in diesem orientalischen Level. Und diese Ninjas kann man, glaube ich, auch nicht mit Feuer bekämpfen, weil die dann da ausweichen. Deswegen muss man die immer umrennen. So, ich bin jetzt mal auf jedes Level echt gespannt. Ach stimmt, die geben nichts her, ne? Da war ja was, weil da ist oben so eine Spawn-Kiste, die man kaputt machen muss. Die kommen halt immer und immer wieder. Ja, hat man gerade auch gesehen. Spawn-Kisten gehen dann, glaube ich, 5 Edelsteine, also einen Edelstein im Wert von 5. Ist schon ein bisschen ätzend. Also, dass sie immer wieder kommen. Aber was will man machen, ne? Ich bin jetzt bei der Insane Trilogy. Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. Bin ich ja jetzt auch schon fast durch. Mir fehlen jetzt nur noch 2 Relikte. Also, was heißt fast durch? Also, im zweiten Teil fast durch. Da fehlen mir jetzt nur noch 2 Relikte. Das ist nämlich einmal. Jo, ist klar bei dir. Ach Gott, wie heißt das denn? Also dieses zweite Future, also ich nenne es mal Future Level. Und habe ich das Ei geholt? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay, die geben Edelsteine her. Wahrscheinlich, weil hier keine Spawnkiste rumsteht. Ja, das Ei habe ich geholt. Ist gut. Also ein Raketenlevel fehlt mir noch. Das zweite und das zweite, ich nenne es mal Future Level, fehlt mir auch noch. Also ich glaube, es ist Spaced Out und Pack Attack. Kann aber auch Rocket sein. Ich bin mir da jetzt sehr unsicher. Ist auf jeden Fall von beiden das zweite. Da habe ich dann gestern keine Lust mehr gehabt, da weiterzuspielen. Weil bei dem Future Level bin ich nicht wirklich weit gekommen. Bin ich immer an der gleichen Stelle gestorben. Und das gleiche eigentlich auch bei Rocket oder wie das Level heißt. Und hier im Level gibt es übrigens auch einen Könnerpunkt. Aber den können wir jetzt noch nicht holen. Dann nehme ich mir eine Rocketie mit. Gibt ja doch einen Edelstein her. Okay.
Aber wir haben jetzt zum Glück die Möglichkeit, dann noch nach fehlenden Edelsteinen zu suchen. Mit Sparks. Das waren die beiden Ninjas. Die oben auf dem Dach standen, die ich versucht habe abzuknallen. Beziehungsweise auch erfolgreich abgeknallt habe. Sieht so aus, als müsstest du diese Kanone benutzen, um nach drüben zu kommen. Klettere einfach drauf. Ich für meinen Teil muss nur meinen Kopf freimachen. Ich hoffe mal, dass das Video flüssig läuft, weil irgendwie sieht das gerade momentan nicht so aus. Also nachher dem Level werde ich dann auch mal gucken. Hier ist diese Spawnbox. Und da vorne sehe ich noch, dass da... Ich habe da was übersehen. Da unten, da steht noch ein Kistchen. Aber wir müssen ja eh sowieso noch mal dahin. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. So, ja, hier sind wieder Ninjas. So. Gut, dass hier wieder eine Rakete steht. Wenn wir die hier nämlich direkt erstmal platt machen. Meine Nase juckt. Wie immer. Ist ja schon bekannt. So. Wir waren auch nochmal Spawnboxen. Da lag noch ein Zehner. Eine Spawnbox. Okay. Dann halt nur mal mit einmal drauf springen. Ist auch okay. Huch. Hinten müsste noch ein verstecktes Level sein. Aber ich mache hier erstmal alles soweit fertig und geht dann erst in die extra Level. Weil sonst gibt es hier wieder nur Chaos. Huch. Nicht runterfallen bitte. Okay. Scheinbar hat die Zauberin die Pläne schon benutzt, um ihre eigene Rakete zu bauen. Wir müssen sie zerstören. Folge mir. Sieh mal, was in der Rakete war. Sie müssen versucht haben, es in die Umlaufbahn zu ziehen. Tschüss, Wies. Grady oder Grady. Wenn du Hänsel siehst, sag ihm, dass ich zum Abendsee zurückgegangen bin, um die Arbeit an der Rakete des Professors zu beenden. Gut. Was ist das hier drüben? Achso, ich dachte, das sah so aus, als ob da noch so eine Plattform gewesen ist. Aber das war nur eine optische Täuschung. Okay, dann wären wir hier soweit fertig. Jetzt gucke ich mal, ob hier unten noch irgendwas liegt. Nö. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich
zurückgehen. Machen wir erstmal das hier, weil das hier ist ein bisschen anstrengender, finde ich. Aber hier müssen wir fliegen. Oh je. Du musst den Combo-Powerpunkt benutzen, um diese Feuerdrachen zu besiegen. Damit hast du super Flug und super Feuerkräfte gleichzeitig. Warum heißt Hänsel Handel? Schlag die beiden fliegenden Feuerdrachen, die Schwänze der Feuerdrachen wachsen nach, wenn man sie alleine lässt. Okay, das war jetzt nicht so gut. Mal erstmal dann den Lila nehmen. Und wie gesagt, die wachsen halt nach. Ich weiß gar nicht, ob die so eine spezielle Route haben oder ob die so random einfach fliegen. Der Lila ist fast durch. Je kleiner die natürlich werden, desto schwieriger sind sie natürlich zu treffen. Wow, 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 wow. Ja, sieht man schon. Schon ein bisschen nachgewachsen rum. Wenn ich den Lila auf jeden Fall fertig habe, werde ich mir erstmal Sparks aufladen. Aber das ist sehr gefährlich, was ich hier tue. Komm schon! Ein Treffer nur. Jetzt sind es wieder zwei. Drei. Da hin. Ich hoffe, das ist in die Röhre rein. Nee. Scheiße. Da oben. Bist du hin? Fuck. Da. Auf jeden Fall coole Töne, wenn man sie trifft. So, jetzt werde ich mir erstmal mit Sparks ein bisschen aufladen. Noch eins? Nee. Ich glaube, es gibt nur das eine. Okay, dann machen wir uns jetzt direkt an den zweiten.
Okay, der war einiges einfacher. Hier, bitte. Ich habe es aus der geschmolzenen Lava gefischt. Gefischt. Even. Gut, dann können wir jetzt hier die restlichen Edelsteine einsammeln.